und viel News in Blogs zum Beispiel liest, der ist mit dem Arcus 101 wirklich sehr gut beraten. So, dann haben wir noch ein paar weitere Funktionen, wie zum Beispiel den Bilderrahmen. Da fliegen dann die ganzen Bilder aus der Bildergalerie vorbei. Was ich auch sehr nützlich finde, ist die Uhr. Kann man das Arcus einfach so hinstellen, die Displayhelligkeit runterdimmen und man sieht wunderbar die Uhr. Ja, gefällt mir sehr gut. Also ist ein nettes Feature. So, dann kann man mit dem Dateibrowser zum Beispiel auch auf Netzwerkfestplatten per UPnP oder Samba zugreifen. Wir haben hier zum Beispiel eine Diskstation mit Videos und Musik. Das Laden dauert ein paar Sekunden. Aber dann spielt das Arcus 101 die meisten Formate ab, die es so gibt. Denn Arcus hat bei dem Internet-Tablets unzählige Codecs mitgeliefert, die andere Tablets sonst nicht haben. Und das ist der große Vorteil bei den Arcos-Internet-Tablets allgemein. Die können einfach unzählige Dateiformate abspielen. Und natürlich hier bei den neuen Internet-Tablets, sie können natürlich auch 720p-Videos abspielen, was im Grunde HD-Videos sind. Und man kann da zum Beispiel an das USB eine Festplatte anschließen. Das geht wunderbar, weil das ein USB-Host ist. Und per Mini-HDMI auf HDMI-Adapter kann man natürlich das Arcos 101 auch an den Fernseher anschließen. Das klappt wunderbar, das habe ich schon ausprobiert. So, dann vielleicht noch zum Abschluss einen kleinen Test. Ein Multitouch-Test. Wir haben hier, wie man gleich sehen wird, nur ein Zweipunkt-Multitouch. Das heißt, es werden nur zwei Finger erkannt. Ihr könnt gerne drei Finger ausprobieren. Der dritte wird nicht erkannt. Das heißt, man kann nur zwei Finger gleichzeitig. Das Arcus 130 erkennt nur zwei Finger gleichzeitig. Was aber im normalen Betrieb nicht stört, wie gesagt, Multitouch Zoom funktioniert überall systemweit. Ja, vielleicht noch ein kleines Spielchen, um die Performance zu zeigen. Das ist ein etwas älteres Rennspiel. Die Grafik ist nicht sehr gut, aber das Arcus 101 schafft es problemlos. Die Steuerung funktioniert wirklich sehr gut, sehr präzise. Das wird über den Accelerometer gesteuert. Wie man sieht, das wird auch in Vollbild angezeigt, obwohl es keine Android-native Bildauflösung ist, weil die meisten Smartphones haben ja nur maximal 800x480 Pixel Auflösung. Hier haben wir 1024x600 Pixel. So, was dem Arcus 101 fehlt, was man aber leicht nachinstallieren kann, sind die Google Apps. Die sieht man hier in diesem Fall, die habe ich sehr leicht über einen Download von gapps4arcos.apk nachinstalliert. Dann hat man den Android Market, man hat Google Talk, Gmail, Navi, dann hat man noch YouTube, weil derzeit ist ja noch kein Flash möglich. Es kommt erst mit einem Update. Deswegen YouTube-App ziemlich wichtig, wer viel YouTube-Videos schaut. Und natürlich die Maps und die Google-Kontakte. Ja, das war's vom Arcus 101 Internet-Tablet. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen.
Und bis zum nächsten Mal.